Bundesrat, Soldat, komm, Schatten! Hast du eigentlich schon mal mit einem richtig gut Gewehr geschossen? Nein, ich habe immer Dings. Ja, mit einer Wasserpistole. Ja, genau. Ja, das ist aber nicht schlecht. Das ist Zielfernrohr, mit dem tust du den Feind anvisieren. Und danach musst du aufpassen, dass das Gewehr einfach. Ja, es hat einen starken Rückschlag. Schau, nimmst du am besten einfach deine nicht rechte Hand und tust damit die Schulter stützen. Ja, genau. Ja, tipptopp. Du hast ja gesehen, der hier noch schiessen Brie. Die Zielfernrohr und die Einstellungen sind also so gerichtet, dass ein alter Sackholz halt dort treffen. Zu jedem das Gewehr ist halt schon ein bisschen zielsicherer als eine Wasserpistole. Ist für dich also kein so, Jüli? Es gibt immer so einen Schatten in dem Ding drin. Also ich habe nie ein Zielfernrohr da. Ja, dann musst du aber hier gerade ein bisschen drehen. Oh shit, du bist ja viel zu weit nach rechts. Sag mir, wenn es gut ist. Jetzt ist gut. Ja, okay. Hör gut, dann let's go. He? Was meinst du? Wollen wir mal rein probieren? Ja. Komm, dort werde ich rustig mal laden. Verschluss zurück. Sehr gut. Das Magazin kannst du jetzt drin tun. Es geht genau gleich wie bei diesen Gewehrchen von Fisher Price. Einfach einwiegen. Klack. Tipptopp, voilà. Ja, jetzt Vortrick. Komm, gib mir die Butze. Ja. Also wichtig ist jetzt, dass du deine Position suchst und deinen inneren Frieden findest. Ich kiffe gerne vorne noch eins, aber du schaffst bei eh schon der Lade zu. Neues Ziel! Neues Ziel! Aber Zielpunkt in Richtung meiner Hand, da der Botsch vom Gaddafi, der neben dem Panzer steht. Jetzt sehe ich den hohen Panzer wieder nicht. Doch, 3 Meter daneben zum Minarett, Richtung meiner Hand. Ueli, jetzt müsst ihr das schon ein bisschen konzentrieren, weil jetzt schiessen wäre der scharf. Siehst du ihn jetzt? Ja. Dann würde ich sonst vorschlagen, mal eine Kugel Nuss zu braten. Ja. Okay, Ziel erkannt. Ziel erkannt. Feuer! Ja, jetzt haben sie sich wieder verloren. Schwiegen da, der Rühle muss sich konzentrieren. Doch schau sicher hier oben an, beim Löwrand und Moritz. Gott, verdammt! Jetzt sind sie da wieder am Kiffen, die Schweine. Ah, Ueli, gib mir jetzt, sonst komme ich wieder am Flint. Ueli, Lachbar, gib mir die Butze! Jetzt hast du ja wohl dich daneben im Schnitz getroffen. Also komm, direkt nachladen. Komm, gib mir die Butze! Ist wahrscheinlich ja. Der gewesen. Dann verwitzt du schon noch. Schau, jetzt zackelt es da oben aber, der Hubel! Gib mir! Neben der Panzerscheibe? Ja, genau da! Gib mir jetzt! Hui! Nein, jetzt hast du voll in den Sack geschossen. Aber nein, Ueli, jetzt probieren wir mal. Jetzt will ich mal einen sehen, voll in den Grind. Schiessest du mal ab, drin in den Grind. So, komm, noch einen. Das Visier voll ja. Auf den Grind, hä? Los. Oh, alle Lackbar. Stoss muss ins Viertel. Madonna, geiler Kollege! Scheiße, Ueli, du blätest voll! Ja, mach oh. Nichts. Ja, geil, ich hab gesagt, dass ich einen höheren Rückschlag das Gewehr. Aber für das Vaterland vergessen wir gerne ein paar Tropfen Blut. Ja! Aber extrem geiler Sieg, Ueli! Peace, he?